Ja, der eine verstehe ich. Hallo, hallo. Warte mal, ich sag mal was durch. Ah ne, Batterie ist alle. Da war eine Batterie gerade runtergegangen. Ich wechsle mal. Wir kommunizieren über Handy und du sagst mir dann einfach, klingelst mich an, wenn der Start ist, okay? Also im Notfall, der eine ist inspiriert, wenn hier jemand durchkommt, der erste Zeit. Ja, hallo Fahrtlinisch-Freunde. Hallo Elektrofahrrad24-Freunde. Fahrtlinisch hat keine Mühen gescheut und einen Teil der Dresdner Heide extra in den Filmstudios Babelsberg nachbauen lassen, um ein längst überfälliges Battle durchzuführen. Strom gegen Muskelkraft, Jan gegen David, E-Enduro gegen klassisches Mountainbike-Enduro. Ja, ihr habt es schon gesehen. Die Aufnahme sah jetzt aus wie eine schlecht synchronisierte Sendung aus einem amerikanischen Shoppingcenter. Leider ging was mit dem Ton schief und deswegen möchte ich einfach mal jetzt hier im Büro die Strecke vorstellen, wie wir die Zeit gemessen haben. Ja, wir haben uns für die Dresdner Heide entschieden, weil es in der Dresdner Heide unzählig viele Mountainbike-Strecken kurzer bzw. mittlerer Länge gibt. Mit verschiedensten Charakteren. Nun ist es natürlich so, so ein Test wird immer subjektiv bleiben, das ist klar. Wir wollten auf jeden Fall eine Abfahrtsstrecke haben, die technischen Anspruch bietet, die verschiedenste Facetten des Mountainbikens aufweist, aber auch Tretpassagen, wo, ich sage mal, so ein Elektrofahrrad Vorteile haben könnte. Die Strecke ist insgesamt knapp einen Kilometer lang. Wir haben einen Höhenunterschied vom Start zum Ziel von sozusagen minus 60 Höhenmetern. Wir haben hier verschiedene Passagen drin. Also hier ist jetzt der Start. Von dort sind es ungefähr 100 bis 150 Meter. Ein sehr schnelles, schnurgerades Hochgeschwindigkeitsstück, wenn man so will, die Fahrer starten hochmotiviert rein in die Strecke, haben eine gerade Piste vor sich und dann mit einmal kommt dort eine 90-Grad-Kurve nach links. Danach kommt ein kurzes, fast ebenes Tretstück und anschließend kommt eigentlich eine ganz spannende Stelle, wo sich ja unter Umständen schon viel entscheiden könnte. Ein etwa 50 Meter langes Bergaufstück, also 50 Distanzmeter, Höhenmeter, denke ich mal, sind es nicht mehr als 10, wo auch Wurzeln dabei sind, also durchaus auch technisch. Bevor es dann übergeht wieder in die Abfahrt, ein schnelles Slalomstück schließt sich hier an. Man sieht es hier auf der Karte relativ schlecht, aber hier hat man wirklich deutliche Kurven drin. Und anschließend kommt ein sehr schnelles leicht fallendes, aber von der Strecke fast gerades Stück durch den Wald, sehr eng an Bäumen vorbei, also durchaus nicht ungefährlich. Das endet dann mit den ersten Sprüngen und etwa in dem Bereich wird es auch eine Zwischenmessung der Zeit geben, weil wir auch wissen wollen, ob, sag ich mal, in welchen Passagen welches Fahrrad eventuell Vorteile haben könnte. Und hier kommt dann wirklich so ein bisschen das Finale dieser Strecke. Verschiedene Sprungsequenzen, kurze, steile Gegenanstiege, die allerdings von den Fahrern einfach nur mit Schwung überfahren werden und dann nochmal ein technisches Stück durch eine Art sandige Rinne mit kleinen Stufen drin. Und von dort schießen sie dann hier mit hoher Geschwindigkeit ins Ziel hinein, nach, wie gesagt, einen knappen Kilometer. Der Untergrund sandig, trocken, so
so gesehen ideale Verhältnisse für die Fahrer. Wie haben wir die Zeiten gemessen? Wir haben uns ein sehr einfaches Prinzip ausgedacht, was aber eigentlich sehr effizient funktioniert. Wir haben Funkuhren genommen, haben am Start, am Ziel und eben bei der Zwischenzeitnahme eine Funkuhr platziert und dann über Walkie-Talkies bzw. Handys dann Zeiten ausgemacht, wo gestartet wird und somit, das wird dann notiert. Und somit haben wir dann eigentlich auf die Sekunde genau Zeitmessung, was denke ich auch für diese Streckenlänge, für den Test, für den Zweck völlig ausreichend ist. Ich stelle jetzt mal Fragen. So David, also erstmal Glückwunsch, erste Fahrt. Du bist laut unseren Messungen 2 Sekunden schneller als der Jan. Ja. Und denkst du, dass du da noch den Abstand jetzt vergrößern kannst im zweiten Lauf oder denkst du, dass der Jan da noch rankommt? Ich denke fast, dass der Jan noch rankommt, weil der Anteil, wo der Motor mir nützt auf der Strecke, doch sehr gering ist. Ha. Und dann denke ich, dass der Jan eventuell noch rankommt. Okay, Jan, ja, bis jetzt, ne, der David 2 Sekunden vorne. Denkst du, dass du da noch irgendwo Zeit gut machen kannst? Ich habe mich ja irgendwo verfahren. Der Jan hat sich immer verfahren. Du hast eine Kurve zu weit ausgefahren, weil wir eigentlich gesagt haben, wir fahren innen durch. Ich wünsche viel Glück und viel Spaß. Bis dann. Glück nicht, der David braucht es. Na ja, okay. Die Zeiten lügen nicht, ne? Alles klar. Test war interessant. Ich habe schon meinen Highroller gesehen. Knappes Ergebnis. So viel ist hallo, sicher. Ja, und die Auswertung machen wir ja dann noch offiziell mit den Jungs, denke ich mal. Ne? Der große Moment ist gekommen. Die Auswertung unseres Fightes, unser Battle. E-Bike gegen Enduro. Was machst du jetzt noch, Jan? Ich bin platt. Du fährst nach Hause? Ne? Okay, ich fahre noch eine Runde. Viel Spaß.